Hey und schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du ein schnelles Röckchen mit Paperback-Bund nähen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Zuerst das Material im Überblick. Du benötigst ein großes Stück Stoff. Hierbei ist es völlig egal, was für Stoff du verwendest, egal ob dehnbar oder nicht dehnbar. Je nachdem, was du nur benutzt, fällt dein Rock eben ein bisschen anders. Das heißt, mit deiner Stoffwahl bestimmst du einfach die Art und Weise des Rocks, aber gehen tut's mit allem. Wie du die Maße bestimmst, schreibe ich dir unten auch nochmal in die Infobox. Für die Breite deines Stoffstücks misst du den Hüftumfang und nimmst diesen Wert mal 2. Für die Höhe überlegst du dir, wie lang dein Rock sein soll. Dann misst du die Stelle, die obere Stelle, wo der Rock beginnen soll, bis zur unteren Stelle ab. Diesem Wert, also deiner gewünschten Rocklänge, muss dann Folgendes hinzugefügt werden. 4 bis 6 cm für den Paperback-Bund, je nachdem wie hoch er sein soll. 4 cm für den Tunnelzug. Und dann noch 2 cm für den Saum unten. Als letztes benötigst du am Material noch 2 Gummibänder mit einer Breite von 1,5 cm. Die Länge wird direkt am Körper abgemessen. Hierzu legst du das Gummiband um die Hüfte herum. Es sollte eng anliegen, aber nicht zu sehr spannen. Und dann geht's jetzt auch endlich los mit Nähen. Im ersten Schritt breitest du jetzt den Stoff schön glatt vor dir aus. Dann wird der Stoff oben für den Paperback-Bund und für den Gummizug umgeklappt. Wenn du dich also für 4 cm für den Paperback-Bund entschieden hast, dann rechnest du hier 2 cm, also die Hälfte. Denn die eine Hälfte ist ja außen der Stoff, den du siehst, und die andere Hälfte ist nachher innen. Also wenn du hier 4 cm hinzugerechnet hast, dann klappst du 2 cm um. Und dann wird noch für den Gummizug, für den Tunnel, umgeklappt. Ich verwende 2 Gummibänder mit je einer Breite von 1,5 cm. Damit diese sich nachher gut durch den Tunnel durchziehen lassen, rechne ich für den Tunnel 0,5 cm mehr. Also meine beiden Gummibänder haben eine Höhe von 3 cm. Für das bessere Durchziehen rechne ich hier 4 cm. Insgesamt muss ich also meinen Stoff um 6 cm umklappen, 4 cm Tunnelzug und 2 cm für den Paperback-Bund. Passe diese Maße an deine Wünsche und an dein Material an. Wenn also dein Gummiband breiter ist, dann nimmst du für den Tunnelzug einfach mehr Stoff. Stecke dir mit Klammern die obere Kante fest, damit diese bleibt, und dann nähst du unten an der unteren Kante des Stoffs fest, so dass das Umgeklappte bleibt. Die erste Naht ist jetzt also gesetzt und der große umgeschlagene Bund erstmal befestigt. Schritt wird dann der Tunnelzug für die Gummibänder genäht, dass diese den Rock auch schon einkräuseln können. Zeichne dir von der unteren Kante ausgehend eine Linie parallel zu dieser, die etwa 0,5 cm breiter ist als dein Gummiband selbst. Auf dieser Linie wird dann gleich der Tunnel genäht. Dasselbe machst du dann nochmal von dem Strich ausgehend, den du gerade gezeichnet hast. Du hast jetzt also 2 Linien gezeichnet, die parallel zum Bund bzw. der unteren umgeklappten Kante laufen, und diese nähst du jetzt mit einem Geradstich entlang. In diese beiden genähten Tunnel ziehst du dann mit Hilfe einer Sicherheitsnadel deine Gummibänder ein. Hierzu befestigst du einfach Sicherheitsnadeln an den Enden des Gummibands und schiebst es so durch den Tunnel durch, vom einen Ende zum anderen. Pass auf, dass es nicht durchrutscht. Damit die Gummibänder jetzt an Ort und Stelle bleiben, werden sie festgenäht. Hierzu nähst du an den Kanten, also dort, wo aktuell noch die Sicherheitsnadeln sind, eine Naht von oben nach unten über den Bund. Das machst du auf beiden Seiten. Achte beim Nähen drauf, dass der Gummi auch wirklich in der Naht drin ist. Nicht, dass er sich, wenn du die Sicherheitsnadeln entfernst, nach innen zieht. Du hast jetzt also den gesamten Bund fertig. Du hast umgeklappt, du hast deine beiden Tunnelzüge, in welche du die Gummis eingezogen und festgenäht hast. Und durch die beiden Gummibänder entsteht oben automatisch durchs Raffen der Paperback-Bund. Die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen, jetzt geht's ans Zusammennähen. Hierzu klappst du den Rock rechts auf rechts mittig zusammen, sodass die Kanten übereinander liegen. Steck es dir am besten mit ein paar Klammern fest,
dass es auch schön aufeinander liegt. Das heißt, du solltest darauf achten, dass die beiden Gummibänder übereinander liegen und auch die Naht vom Paperbackbund schön liegt, sodass es im Endeffekt, wenn du diese Naht gleich geschlossen hast, ein rundes Ganzes ergibt. Wenn du jetzt also den Rock rechts auf rechts geklappt hast, dann nähst du von oben nach unten in einem Zug zusammen. Hier jetzt also die geschlossene Kante und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Es fehlt nur noch der Saumabschluss. Für den Saumabschluss klappst du die unteren 2 cm nach innen in den Rock. Stecke dir diesen Saum rundherum fest. Und dann geht's an die Nähmaschine und es wird rundherum genäht. Und schon ist dein Paperbackrock fertig. Es handelt sich hierbei um ein absolutes Blitzprojekt. In 15 bis 20 Minuten sollte dein Rock fertig sein. Und das Schöne ist, sowohl für groß als auch für klein lassen sich hier die Maße ganz individuell anpassen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.